Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Purpur. Ja, mit dem Momo Manie DLC haben wir letztes Mal abgeschlossen. Das Scheiben DLC und das Türkis-Screen DLC haben wir auch hinter uns, aber es gibt noch eine Sache, die wir innerhalb des DLCs erledigen müssen, und zwar den lang erwarteten Legendary Hunt, weil ihr könnt es ja hier jetzt gleich an meinem Inventar sehen, wir haben viele Snacks von Mr. Mumpf bekommen. Ich habe übrigens auch die letzten Snacks jetzt von Mr. Mumpf. Also wir haben wirklich alle 25 und wir wollen diese legendären Pokémon alle fangen. Ich werde das höchstwahrscheinlich in 2 bis 3 Parts unterteilen, die Legendary Hunts. Die werden dann aber auch so Teil 1, Teil 2 und Teil 3 heißen. Und es sind übrigens dann auch nicht 25, sondern 26 Pokémon. Das, was ihr hier übrigens gerade sehen konntet, ist mein Team, mit dem ich mit Kai zusammen die ganzen Missionen gemacht hatte. Ich hatte da ein bisschen den Famomo mal ausprobiert. Ist ein ganz cooles Pokémon im Kampf. Und zwar gibt es in der Blaubeerakademie auch ein legendäres Pokémon, das man auf bestimmte Weise triggern muss. Außerdem gibt es noch eine andere Sache in der Blaubeerliga, die ich unbedingt mal testen muss, weil Kai es mir gesagt hat, dass es geht, aber ich es noch bisher kein einziges Mal getestet habe. Wovon ich gleich rede, das seht ihr in ein paar Sekunden. Jedenfalls, zuallererst könnt ihr hier jetzt noch eben schnell die letzten 2 Informationsquellen von Mr. Mumpf sehen zu den Snacks. Ich habe das aufgenommen, während ich mit Kai Punkte gefarmt habe ohne Ende und Missionen. Das hat wirklich Ewigkeiten gedauert. Und wir sehen uns dann gleich in der Kuppel wieder, weil da muss ich das Pokémon finden. So Leute, ihr habt jetzt gerade die Gespräche von Mr. Mumpf hinter euch, also eben kurz die letzten Infos. Und jetzt muss ich hier ein spezielles Pokémon finden. Kai hat mir ein Tutorial gegeben, was genau ich machen muss. Nämlich hier beim Freiluftzimmer, da rechts runter. Ja, genau hier. Und jetzt muss ich hier einen Ort suchen, wo sich so Wind im Kreis dreht und auch Blätter. Ich werde dafür wahrscheinlich jetzt einen Moment brauchen. Ich brauche nämlich einen windigen Platz.
Da sind viele Bummels. Und Blätter. Okay, Leute, ich habe jetzt eine Weile gebraucht, um die Stelle zu finden, aber ich habe die Stelle gefunden. Hier muss ich mich jetzt im Kreis drehen. Habe jetzt auch nur 20 Minuten nach dieser Stelle gesucht. So, sollte ausreichen. Jetzt nächstes App aufmachen. Und ich muss auf den Sepia-Filter schalten. So, jetzt muss ich mich nur umschauen. Und da ist es. Dich habe ich gesucht. Nämlich Meloetta. Das ist eine wunderschöne Gesangsstimme. So, ich habe gerade sicherheitshalber angespeichert. Hallo Meloetta. Ich mach's mir hier, glaube ich, leicht. Ich habe 3 Meisterbälle und ganz ehrlich, für was anderes als die legendären Pokémon werde ich es nicht verwenden. Also machen wir es uns hier eventuell leicht. Einen Meisterball nutze ich. Ich habe sonst keine Verwendung dafür. So, damit haben wir schon mal Meloetta. Das erste Pokémon auf meiner ewig langen Fangliste heute. Es hat aber leider keinen Eintrag, Leute. Ich weiß nicht mal, ob die anderen legendären Pokémon, die ich jetzt fangen werde, Einträge haben werden. Aber hey, wir haben das knuffige Pokémon. Das Gesangs-Pokémon. Urgesang war, meine ich, seine Spezialattacke, ne? Richtig fies. Na gut. Dann als nächstes kümmern wir uns natürlich um die Pokémon, wozu wir die ganzen Snacks erhalten haben. Falls euch übrigens fragt, welche Kleidung ich trage hier das Winteroutfit der Blaubeerakademie. Das fand ich am besten. Hab mal endlich Kleidung gewechselt. So, da haben wir direkt eins der legendären Pokémons vor uns. Es war eins der DLC-Pokémon bei Schwert und Schild. Dakuma. Bei dir kann ich einfach Tuchschlag machen. Naja. So, bei dir benutze ich keinen Meisterball. Die Meisterbälle hebe ich mir für die Pokémon auf, die schwer zu fangen sind. Ich meine, das war eins der seltenen, mysteriösen, legendären, etc. Pokémon, die eine Entwicklung haben. Weil ich meine, der konnte auch noch zu einem großen Bären werden. Kannst du jetzt endlich mal in den Kackball gehen? Du bist nur Level 30, geh in den Ball. Ey Leute, ne? Der hat jetzt zu diesem Zeitpunkt schon 40 Bälle von mir gefressen. Ich hab langsam Bock, hab viel zu verkloppen. Geht doch! Meine Güte, und der war nur Level 30! Wie kannst du Drecksvieh mit Level 30 mir schon so einen gewaltigen Kampf liefern? Dich einfach nur zu fangen. Das ist abnormal. Und das war nicht mal das Pokémon, das ich gerade eigentlich fangen wollte. Ich hatte mir gemerkt, hier richtig viele Bambusse. War auf jeden Fall eins davon.
Ist ja der Akuma-Snack jetzt eigentlich aus meinem Beutel weg? Müsste ja, ne? Ja, ich sehe keinen Akuma-Snack. So, dann auf zum nächsten Pokémon. So, Leute, ich habe Arktos gefunden. Es ist hier unten am See. Ich werde es jetzt ab sofort auch so machen, dass ich immer einmal die Karte öffne, damit ihr euch die Punkte merken könnt. Falls ihr die selber auch noch suchen müsst. Dann wisst ihr, wo ihr sie findet. Ich meine, am nervigsten von den drei Vögeln war damals immer Lavados zu fangen. Arktos ging tatsächlich. Ich habe jetzt auch Meloetta im Team, damit sie Arktos zur Not einschlafen lassen kann. Und bei Tuchschlag muss ich mir ja keine Sorgen machen. Bei Solgaleo hat mich Kai übrigens auch vorgewarnt, den darf ich nicht mit Tuchschlag bearbeiten. Weil Solgaleo hat jede Menge Rückstoßattacken und würde sich selber umbringen. Aber das erwähne ich beim Solgaleo-Kampf auch nochmal. Na dann, Meloetta, let's go. Mach mein Leben einfach. Ich habe hier alle Bonbons reingedrückt, die ich gerade zur Verfügung hatte. Und schlafende Pokémon sind halt wesentlich einfacher zu fangen. Für Dakuma gerade eben habe ich 15 Minuten gebraucht. Und das war nur Level 30. Ich glaube, Solgaleo ist eines der Pokémon, das fange ich auf jeden Fall mit dem Meisterball. Arktos hat instant funktioniert. Macht nicht den Fehler wie ich, Dakuma ohne irgendein Pokémon zum Einschläfern entgegenzutreten. Jetzt müsste ja eigentlich auch der Arktos-Snack aus meinem Inventar verschwunden sein, oder? Ich prüfe sicherheitshalber nochmal, ob ich jetzt hier einen Arktos-Snack sehe. Ne, die Snacks, die verbrauchen sich. Daran kann ich mir auch selber merken, okay, das Pokémon habe ich jetzt abgeschlossen. Ich arbeite jetzt gerade erstmal die Pokémon ab, wo ich gerade noch safe weiß, wo die stecken. So, Leute, als nächstes hatte ich mir das Höhlensystem unter Azarilla gemerkt. Da müsste Groudon irgendwo rumstehen. Oder Groudon, je nachdem. Der eine spricht so aus, der andere so. Ich darf jetzt wahrscheinlich erstmal wieder ewig lang hier in diesem Höhlensystem suchen, also sehen wir uns gleich wieder, wenn ich es gefunden habe. Okay, Leute, ich habe jetzt eine halbe Ewigkeit nach Groudon gesucht, ne? Ich habe wirklich so eine halbe Stunde mindestens gebraucht, aber hier ist es endlich. Das Kontinent-Pokémon. Ich habe auf Ogerpon ja keinen Tuchschlag mehr drauf, ich vergaß. Ich hatte extra Ogerpon mitgenommen, weil ich auch damit Tuchschläge verpassen wollte. Das wird schmerzhaft. Ja, versuch Geofissur. Als ob du damit treffen würdest. Hättest du damit instant getroffen, hätte ich auf jeden Fall eine Klage eingereicht. Naja, wenigstens kann ich mir den Stress sparen, es zum Schlafen zu schicken, ne? Ich verzweifle, dass ein Hyperball gerade funktioniert, wo es schlecht, aber probieren kann ich es trotzdem. Ist halt ein müdes Pokémon. Es ist übrigens Typ Boden. Für die, die Groudon nicht kennen. Erstmal 10.000 Mal Trugschlag machen. Vor allem wird es ekelhaft, wenn es wieder Erholung macht.
So, es ist jetzt zumindest in dem roten Bereich. Ich kann es ja mit Meloetta schlafen lassen. Erst schicke ich dich schlafen, dann belebe ich mein Pokémon. Damit du keine Erholung machst. Es ist direkt wieder aufgewacht nach dem Wiederbeleben. Es kommt mir wie ein schlechter Scherz gerade vor. So Leute, das Gute ist, wir sind hier in einer Höhle, das heißt, ich kann mit Finsterbällen arbeiten. Die funktionieren hier wesentlich besser. Und trotzdem, instant raus. Man kennt es nicht anders. Los, Finsterball. Mittlerweile könnte ich eigentlich sogar schon einen Timerball werfen. Ey, im Ernst, das hat auch schon wieder so lang gedauert. Auch schon wieder mindestens 40 Bälle geworfen. Ist teilweise echt grausam, die zu fangen. Na, zum Glück, Erholung geht doch nur fünfmal, aber... Alter, es hat fünfmal Geofissu auf mich versucht, fünfmal Erholung. Vor allen Dingen, es hat kaum Attacken, das heißt, es wäre schnell bei Verzweifler gewesen. Dann könnt ihr ungefähr sehen, wie viele Bälle ich werfen musste. Okay, Leute. Hier vorne ist die Feldformation, die ich gesucht hatte, und da ist auch Kyokre. Das Problem ist, hier sind zigtausend von diesen ekelhaften Fischen, die sofort aggro werden. Wenn du auch Erholung nutzt, ne, dann schmeiße ich instant den Meisterball. Ja, dein Eis juckt mich relativ wenig. Bin selber Eis. Eises Kälte. Da will ich schon wieder einer one-hitten. Aber nicht mit mir. Okay. Solange du jetzt nicht als vierte Attacke hier Erholung hast, bin ich glücklich. Weil wenn will ich dich zum Schlafen bringen. Hör auf mit Eises Kälte, du triffst eh nicht. So, ich habe ein paar Tauchbälle. Die sollten hier eigentlich gut funktionieren. Funktioniert bei allem gut, was im Wasser lebt. Ach, einmal noch. Ich wünschte, ich hätte 25 Meisterbälle. Ganz im Ernst. Ich hätte wirklich lieben gern 25 Meisterbälle, weil es ist so zum Kotzen, die zu fangen. Okay. Einige haben wir jetzt auf jeden Fall. In der Wüste ist definitiv noch eins. Ich glaube, Rayquaza ist hier am Schlund von Paldea ganz oben. Ich würde sogar sagen, bei Tor 0 ungefähr in der Nähe. Weil er hat von einem steilen Felswand geredet und war so über einer Wolkendecke. Und da kam dann Rayquaza raus. Also würde ich schon sagen, so bei Zone 0.
Aber erstmal heile ich natürlich meine Pokémon, bevor ich das nächste jetzt fange. So, Leute, ich habe Lavados direkt gefunden hier in der Wüste. Hier einmal kurz der Standort, damit ihr wisst, wo es ist. Ich zeige auch nochmal eben kurz von Groudon den Standort und auch von Kyogre. Also Groudon, einmal hier straight up, am besten einfach vom Eingang aus durch und dann durchlaufen bis ganz hinten an der Wand, weit oben. Da steht er in der hinterletzten Ecke, ungefähr hier so in dem Bereich. Und Kyogre war hier. Diese drei Punkte könnt ihr euch merken. Ich versuche es mir auch bei den darauffolgenden Punkten zu merken, stets die Orte zu zeigen. Mit dir habe ich es wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Himmelsfeger. So, gute Kameraperspektive. Danke. Machst du Rückstoßschaden damit? Nein. Gut, dann kann ich dich herunterprügeln wie sonst was. Ich habe mir Luette jetzt übrigens mal Fehlschlagschutz gegeben. Heißt, wenn sie daneben haut, dann kriegt sie Initiative. Und Urgapon hat jetzt auch wieder den Tuchschlag in seinem Repertoire. Ich lasse ihn, lass Lavados aber am besten erst einmal nochmal auf Espinodon hauen. Hitzekoller macht, glaube ich, den Spezialangriff runter, wenn ich es richtig im Kopf habe. Vom Prinzip her schwächt es sich gerade selber. Soll mir recht sein. So, dann können wir jetzt die Bälle versuchen. Der Schwerball wäre bei Groudon auch noch eine Option gewesen. Na komm, ich werfe einmal den Turnierball. War zu erwarten. Die Kameraperspektive finde ich gut. Oh, Lavados ging ja mal richtig schnell rein in den Ball. Und noch ein Pokémon hat Level 100 erreicht. So. Als nächstes möchte ich zu den östlichen Feldern und will hier so ungefähr in der Gegend rumrennen. So, Leute, da haben wir das nächste und letzte Pokémon für heute. Entei. Nach dir muss ich jetzt nicht so lange suchen. Ich hatte mir ja gemerkt, da hatte einfach hier ein Rennen mit dem Pokémon gemacht und habe einfach am Ende von dem Stück hier gesucht. Den Film zu Entei fand ich übrigens richtig, richtig cool. Das war zu erwarten. Vor allem Ding, es hat auch noch eine richtig epische Musik, also ein richtig episches Theme. Ich finde auch vom Design her ist Entei eins der coolsten Pokémon. So, dann bringen wir es mal zum Schlafen. Bitte Gesangtief. Danke. Bei Kyogre habe ich ja ultra oft daneben gesungen.
Ja, ist mir klar, dass du nicht in den Ball willst. Warum? Ich hab dich gerade jetzt einschlafen lassen. Ja, das gefällt mir überhaupt nicht. Wenigstens scheinen deine Attacken mir gegenüber Mumpitz zu sein. Nein, Meloetta, sieh Bilder von Sunny. Schlaf. So, nochmal Hyperball. Entei hat's nicht so mit Schlafen. Geh in den Drecksball, das ist schon der 50. Ey, ganz im Ernst, Entei war gerade so räudig zu fangen, ne? Also erstens, Gesang hat irgendwie nur alles 10. Mal getroffen. Zweitens ist es immer instant aufgewacht und ist heute nicht in den verschissenen Ball. Und als ob das nicht ausreicht, hat es Meloetta immer und immer wieder verwirrt. Also Entei war richtig zum Kotzen. Aber leider Gottes sind es die Legendären generell. Ich wünsche mir an der Stelle wirklich, ich hätte 25 Meisterbälle, dass ich nach jedem von dem einfach einen scheiß Meisterball werfe. Weil es ist so räudig, die zu fangen. Im Übrigen, ihr könnt da froh sein, dass ich das meiste rausschneide. Spätestens nach 5 oder 10 Minuten bin ich ja viel nur noch am Anschreien, geh in den scheiß Ball. Oder im Fall von Entei, schlaf endlich ein, du Mistvieh. Also ihr könnt da wahrscheinlich aus eigener Erfahrung sprechen, wie nervig es wahrscheinlich ist, diese Pokémon zu fangen. Und ihr könnt ja jetzt hier, wie ich gleich am Beute zeige, sehen, dass ich noch einige vor mir habe. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Ich habe noch 19 vor mir. Die sind übelst räudig zu fangen, Leute. Ich gucke, dass ich mehr in einen Part packe, aber ich sitze jetzt hier schon seit 2 Stunden. Und das nur für die paar, die ich gerade gefangen habe. Ihr könnt da froh sein, dass es die Magie des Schnittes gibt. Ihr habt keine Ahnung, wie viel ich bei diesen Kämpfen immer rausschneide. Allein schon bei den 3 Gefährten oder bei den 4 Unheils-Pokémon, da habe ich auch mindestens eine Dreiviertelstunde rausgeschnitten. Die Legendären sind so räudig zu fangen, das glaubt ihr gar nicht. Selbst mit Level 100er-Pokémon ist es echt zum Kotzen. Naja, beim nächsten Mal fange ich noch ein paar mehr. Ich gucke, dass ich beim nächsten Mal 9 reinpacke und bei dem darauf folgenden eventuell dann 10, damit wir es innerhalb von 3 Folgen abgeschlossen haben. Wird für mich zum Kotzen. Abgesehen von Arktos und Lavados, die waren schnell gefangen. Hoffentlich ist Zapdos genauso. Jedenfalls, Leute, wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da oder ein Mitleids-Abo. Weil ich wirklich jetzt 2 Stunden vor der Kamera gelitten habe. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann.